Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück zu L.A. Noir. Meine Let's Play-Video-Festplatte scheint wieder zu funktionieren und wir können hier wunderbar uns mal die angezogene Leiche angucken. Ach, ich bin so froh, dass sie angezogen ist. Ihr glaubt es gar nicht. Aber es ist halt immer noch eine tote Leiche. Dieses leichte Knacken ist so... Fehlt dir auch wieder Schmuck? Zumindest nicht an dieser Hand. Vielleicht an dieser Hand? Nö. Auch nicht. Also das ist dann jetzt wieder doch jemand anders, würde ich sagen. Ist das ihr Arm, ihr Kopf, ihr anderer Arm? Ich kann jetzt irgendwie nicht, okay. Ein Joint? Don't think this is anything. Doch, das ist ein Zigarettenstummel. Das ist nicht nichts, sondern ein Zigarettenstummel. Haben wir da? Geld. Nimm es mit, Cole. Seems irrelevant. Ja, Geld ist total irrelevant. Braucht man nicht, ne, Cole? Du brauchst kein Geld. Fußspuren. No drag marks. The killer was moving around, surveying the scene. Und hat er sie da rüber getragen, oder was? Driver and our killer are most likely one and the same. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Wollen wir uns noch unterhalten oder was? Ding Dong? Nee, das war nur die Musik. Unterhalten geht also nicht. Aber wir haben noch nicht alles gefunden. Sonst wäre es ja schon still. Ach, hier. Die wichtige Bierflasche. An jedem Tatort ist diese verdammte Bierflasche. Mm. Don't think this is any use to us. Ja, wir sollten aber vielleicht langsam mal... Ja, was ist denn jetzt noch? Wir haben doch alles. Hier ist immer noch was. Habe ich da irgendwas übersehen? Schauen wir uns nochmal genau die Hand an. Ist aber nichts. Schauen wir nochmal den Kopf an. Da ist aber auch nichts. Doch, da. There appears to be a dry cleaning label. Superior Laundry Services F1363. Ich dachte, das wäre einfach nur das Etikett von der Jacke. So, dann gehen wir mal eben schnell telefonieren. Weil wir können doch springen. Wer kommt da angefahren? Da nehme ich ein Stück Energy Drink. Wer ist das denn? Was ist los? Wer kommt da? Detectives, I've been working the houses across the street and up the block. Ah. This lady thinks she has something for us. Ein Zeuge. Detective Phelps, LAPD. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I live just across the way. Okay, verdächtige Personen. Did you see anyone around here last night? Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. Ja. Do you have a description? Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. He's a very scary, angry man. Okay. Any idea where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Das klingt so doof. Thank you, ma'am. You've been a big help. Of course. Anything I can do to help. Yeah. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. Ja, schlimm, ne? So, eigentlich wollte ich telefonieren. Darf ich jetzt... Goddamn Captain's making me resubmit the paperwork. Darf ich jetzt telefonieren, bitte? Ich möchte doch schon wissen, wo die Wäscherei ist. Phelps, Badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment.
moment. Superior Laundry Services, 1260 West First Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Hobo camps. Just a moment, detective. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Thanks for your help. Jetzt habe ich wieder mehrere Möglichkeiten, wo ich hin kann, oder was? Ach, ich mag das ja nicht, wenn ich so viele Entscheidungen treffen kann. Rusty sitzt schon im Auto, es regnet doch kaum noch. Aber Rusty trinkt sich bestimmt ein. Wir fahren erstmal zur Wäscherei. No message. Excuse me? There was no message. Where? On the Vic. The last bodies had something written on them. This one didn't. I'm failing to follow you. Can't be the same guys, what I'm saying, right? Before you start trying to link this to Maldonado and all the others. There are more factors to consider than the messages, Rusty. This doesn't fit your pattern, Cole. End of conversation. Understand? Oh, Rusty ist aber nicht so gut drauf heute bei diesem schlechten Wetter. Vielleicht schlägt ihm das ja ein bisschen aufs Gemüt. Das könnte natürlich sein. Seid ihr auch wetterfühlige Menschen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ah, schön. Ich finde es ja toll, wenn das sogar welche machen. Dann freue ich mich immer diebisch. Also sehr, sehr, sehr freue ich mich dann. Ne? Noch mehr, als ich mich sonst schon über Kommentare freue. Superior Laundry Services. 12.33 Uhr mittags. Oh, in Berlin musste ich auch in eine Wäscherei gehen. Als meine Waschmaschine kaputt war, war ich auch mal in einem Waschsalon. War ganz cool eigentlich. Hallo? Phelps and Galloway, LAPD. We're investigating a case and one of your laundry labels came up. F1363. If you give me a minute, I'll go find a register and you can take a look. Natürlich ist er ein Asiate. Hallo, Stereotype. You take a look for yourself. I've got clothes that need pressing. Ja, ja. F1363. Number down that dress, is it there? F1363. Mrs. T. Taraldson, 43 Emerald Street, Westlake. Ein grünes Kleid. Ja, tschö, wir gehen dann mal wieder. Oder war hier noch was? Aber das war doch schon alles. Ja, dann fahren wir jetzt ins Hobo Camp. I think we ought to investigate the Hobo lead. Well, if you think we ought to, I guess we ought. Ja, weil ich bin ja der das Sagen hat. Gucken, was uns da so erwarten wird im Hobo-Camp. Wahrscheinlich ganz viele Hobos. Obdachlosenlager. Also echt, wo einfach alle Obdachlosen hingeschmissen werden sozusagen, dass sie nicht auf den Straßen rumlungern? Oder was ist der tiefere Sinn von solchen Lagern? Und gibt's das heute noch? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber zumindest in Deutschland bin ich mir fast zu 100% sicher, dass es sowas nicht gibt. Aber in Amerika? Oh nein, meine Festplatte ist weg. Nein! Scheinbar. Ich beende diese Folge mal an dieser Stelle, weil ich nicht weiß, ob es noch aufnimmt. Falls es aufnimmt, gibt es übermorgen die nächste Folge. Falls nicht, hat es gar keiner gesehen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut und Tschüsschen! Ja, da war die Aufnahme doch nicht weg. Wir können also weitermachen. Ich habe mal nachgeguckt und die Aufnahme ist noch da. Ist alles noch gut. Meine Festplatte existiert noch. Wir können weiterfahren zu unserem netten Obdachlosenlager. Bin ich ja froh, dass. Aber ich fürchte, da wird auf kurz oder lang eine neue Festplatte nötig sein. Sonst lebe ich immer mit der Angst, dass meine ganzen Aufnahmen weg sind. Aber hier ist kein Eingang, sieht fast so aus, aber der Eingang ist ja vorne links. Oder kommen wir da zu Fuß hin? Oder ist das oben? Das ist doch hier, das ist doch bestimmt dieses Hobo-Land, Hobo-Camp. Hobo-Land, hört sich an wie so ein Vergnügungspark. Ich höre sie doch auch schon Mundharmonika spielen. Hallo, ist ein weiteres Stereotypen.
Und dann fahren wir aber noch einfach noch mal ein Stück. Ah. Schön, dass ich mich dahin beame. Bitte was? We're looking for a tall man with a disfigured face. You know him? Huh? What? I fought in two wars, you know, son. I think I earned some peace and quiet. Ah, the bum isn't here. Look at these people. We should follow the only lead. These guys can wait. Tja, jetzt die Frage. Müssen wir jetzt, sollen wir jetzt hier weg, ja? Okay. Dann fahren wir zur T. Terrelson. Aber wir kommen bestimmt nochmal wieder hier zurück, weil ich meine, ich kann mich erinnern, dass ich mal in diesem Lager drin war. Und dann fahren wir erstmal zur T. Terrelson. I've got a feeling we're about to meet another wife killer. You've always got that feeling, Rusty. Yeah, and it's usually correct. Please. Please, for once, can you not let your assumptions color your detective work? Just you wait. Nordic types show a particular disposition for this stuff. Ach so, das liegt also an dem nordischen Typen. Das ist ja interessant. Das, na gut, das passt aber zur Zeit hier, ne? Also das war ja, wo es da auch um Kopfvermessungen ging und daraus aus der Größe und Form des Kopfes dann irgendwelche Rückschlüsse auf den Charakter gezogen wurden. Das war ja alles auch so in dieser Zeit, glaube ich. Und danach, glaube ich, auch noch eine ganze Weile, bis dann irgendwann die vernünftige Wissenschaft und Medizin übernommen hat und alles und dieser ganze Humbug da ad acta gelegt wurde, sozusagen. Wie schön sie alle runterfahren, also rüberfahren, das finde ich sehr nett. Jetzt muss ich hier links, weil ich bin eigentlich schon irgendwie vorbeigefahren, fürchte ich. Dann fahren wir hier auch mal links. Durch diese Seitenstraße. Ach, da sind wir ja schon, wunderbar. Ups, Entschuldigung. Kann ja wohl mal vorkommen. 43 Emerald Street, 13.16 Uhr. Wir machen diese Folge übrigens bis zum nächsten Speicherpunkt. Nach diesem übrigens. Weil die letzte war doch ein Minütchen kürzer, da machen wir jetzt was länger. Klopf, klopf. Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. Ich hab da Kinder. Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. Die Kinder sitzen einfach nur da. It's a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think it's procedure. You see to your girls. Die einfach wegstapfen. Ein bisschen mopsig. Mopsig? Ihr wisst, was ich meine. Ein bisschen schmollig. Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Everything's gonna be all right, sweetheart. We would like Mommy to come home now, Daddy. What's the problem, Tarleton? Let him search. You got nothing to hide. Nee, ich will mich nicht. Wanna hear something funny, Tarleton? Some bums think filling out a missing persons report actually rules him out of the suspect. Check if she was a regular. Also immer sind die in irgendwelchen Bars unterwegs, das ist ja schlimm. I wonder why the picture was turned down. Ja, das frage ich mich jetzt auch gerade. Seltsam.
ihrer Handtasche. Not sure this means much. Achso, ich dachte, das wäre ihre Handtasche. Also vielleicht seine Handtasche. Das kann natürlich sein. Männer-Handtaschen. Ein sehr modisches Accessoire. Können wir eben telefonieren hier? Nee, ich will mich nicht unterhalten. Ich will eigentlich nur telefonieren. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thanks. Ach, können Sie nicht die Bar... Achso, ich dachte, man, die könnten auch gleich mal die Bar untersuchen. Aber es tut mir leid, es dauert ja doch länger, bis der nächste Speicherpunkt kommt. Ich beende diese Folge an dieser Stelle. Wir sehen uns übermorgen wieder. Da werden wir hier weiter investigativ untersuchen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüsschen!